Herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer in Karlsruhe. Nicht nur Personal Trainer in Karlsruhe, zwischenzeitlich auch schon 24 Stunden online. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, oder ihr habt die Möglichkeit, mich 24 Stunden ein- und auszuschalten, wie ihr Lust habt. Somit habt ihr euren Personal Trainer immer zur Hand, müsst nicht lange fragen, Knöpfchen an, aha, welche Trainingsmethode, was soll ich essen, wie soll ich mich ernähren, welche Übung ist für mich gut, wie wird die Übung ausgeführt, welche Supplement soll ich zuführen. Alles zum Thema gesunde Fitness. Ihr wisst selber, im Bereich Fitness gibt es natürlich viele Weisheiten, beziehungsweise eigentlich weniger Weisheiten, viele Halbweisheiten von Leuten, die sich nicht entsprechend informiert haben. Entsprechend dessen habe ich mir zur Aufgabe gemacht, für euch einen virtuellen Personal Trainer darzustellen, sodass ihr einfach immer die besten Informationen direkt aus erster Hand erhaltet. Heute habe ich mir vorgenommen, euch das HIIT zu erklären. HIIT-Trainingsplanung. Hochintensives Training. Hochintensives Training ist eine Trainingsmethode, die die schon sehr alt ist, mindestens so alt wie das Volumentraining, das alt besagte Volumentraining, von dem ich nicht besonders überzeugt bin. Volumentraining wurde über Jahrzehnte hinweg von einer Institution publiziert und das HIIT wurde mehr oder weniger verdrängt. Warum? Weshalb? Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Da googelt ihr einfach mal danach, nach HIIT-Training im Gegensatz zu Volumentraining. Da bekommt auch mit Sicherheit alle Informationen zum Thema. Das HIIT-Training eignet sich perfekt für Muskelaufbau. Warum? Weil wir kurze, intensive Trainingseinheiten haben mit maximaler Belastung. Da wir alle wissen, dass die maximale Gewichtsbelastung der oberste Schlüssel ist für den Muskelaufbau, wisst ihr, dass dieses Trainingsprinzip mit Sicherheit einen großen Vorteil hat gegen vielen anderen Trainingsprinzipien, unter anderem auch das Volumentraining. Beim Volumentraining werden teilweise Trainingseinheiten von 2 Stunden, 2,5 Stunden, 4, 5 Mal, es gibt wahnsinnig, die machen das 6 Mal die Woche. Beim HIIT-Training wird in der Woche 3 Mal, 2 Mal, manchmal 4 Mal, aber mit einer maximalen Länge einer Trainingseinheit von 30, 45, je nach Zyklus sogar bis 60 Minuten, je nachdem, ob ich mich als Anfänger im HIIT, als Fortgeschrittener oder schon als Profi im HIIT befinde. Durch diese intensiven, kurzen Trainingseinheiten und durch diese relativ langen regenerativen Pausen in Form von teilweise 2 Tage, 3 Tage Trainingspause, habe ich die Möglichkeit, mich so weiter zu regenerieren, dass ich beim nächsten Mal wieder mit submaximalen Gewichten trainieren kann. Und das ist der Schlüsselfaktor für Muskelaufbau. Dazu kommt, dass nicht nur das muskuläre System sich erholen muss, sondern auch noch das zentrale Nervensystem, das ZNS. Und das zentrale Nervensystem ist dafür zuständig, entsprechend Nervsignale an den Muskel zu senden. Ist dieses wiederum erschöpft, fließen wesentlich weniger Signale an den Muskel. Und das bedeutet, dass weniger Muskelfasern angespannt werden. Weniger Muskelfasern anspannen heißt, dass ich eben nicht mit größeren Gewichten trainieren kann. Somit seht ihr, dass diese Regenerationszeit eklatant wichtig ist und die wird beim HIIT konsequent eingehalten und beim Volumen wird sie oftmals unterschritten. Zum Thema Volumen habe ich schon mal einen Clip dargestellt, werde aber auch nochmal in Kürze nochmal darauf eingehen, um einfach detaillierter nochmal das Ganze zu zerlegen. Ihr habt beim HIIT die Möglichkeit, da ihr mit Grundübungen arbeitet, Mehrgelenksgrundübungen, Bankdrücken, Kreuzheben, Kniebeuge, Schrägbankdrücken, vorgebeugtes Rudern, alles Mehrgelenksübungen, arbeitet ihr oft im Freihandelbereich. Und im Freihandelbereich habe ich die Möglichkeit, durch kleine Gewichtsbestückungen, die entweder im Studio A500 Gramm Handel vorhanden sein sollten oder indem ich mir das Ganze natürlich im Einzelhandel besorge, in meine Tasche lege und somit habe ich die Möglichkeit, in regelmäßigen Zyklen mein Belastungsgewicht, den wichtigsten Faktor für den Muskelaufbau, zu erhöhen. Rechnet euch aus, alle 2 Wochen beim Bankdrücken, 1 Kilo mehr in einem Jahr, in 2 Jahren, in 3 Jahren. Ihr habt regelmäßig Fortschritte, Schlüsselgarant für Muskelaufbau. Was fehlt mir noch zum HIIT? HIIT, Mehrgelenksübungen, relativ lange Pausen, hohe Intensität. Klar, beim HIIT, wie bei allen anderen Trainingsmethoden auch, darauf Acht geben, ihr habt submaximale Belastung. Submaximale Belastung ist eigentlich die Verletzungsgefahr etwas höher. Das bedeutet aber, ich kann die Verletzungsgefahr minimieren, indem ich mich entsprechend aufwärme.
Aufwärmen auf jeden Fall mal global auf dem Ergometer 15 Minuten und natürlich nochmal ein Abwärmen im Bereich Ergometer, Crosstrainer, was auch immer und natürlich nochmal ein lokales Aufwärmen. Das lokale Aufwärmen findet definitiv natürlich dann muskelspezifisch statt, 2 bis 3 Sätze mit ganz leichtem Gewicht, nicht zur Ausbelastung, minimale Belastung. Dann noch zum HIIT-Training. HIIT-Training ist natürlich aufgeteilt in verschiedenen Zyklen. Man sollte nicht als Anfänger beim HIIT fortgeschritten einsteigen, sondern man fängt ganz unten an und arbeitet sich nach oben. Nicht zu vergessen, das Trainingslog. Was ist ein Trainingslog? Ein Trainingslog ist für jede Trainingsplanung extrem wichtig. Und zwar ein Trainingslog ist dafür da, damit ihr euer Training protokolliert. Damit ihr wisst nächste Woche, mit welchem Gewicht habe ich trainiert? Wo war ich? Nächste Woche habe ich es manchmal vergessen. Was für eine Gewichtsbelastung waren es jetzt? 72,5 oder 73,5 Kilo? Das habe ich mir eingetragen und somit treffe ich genau auf den Punkt beim nächsten Training und zerschieße mir nicht mein Training. Beim Volumentraining, wo ich 5, 6, 7, 8, 9 Sätze habe, da denke ich dann oft, ja gut, okay, dann mache ich ja noch einen Satz, dann passt das schon. Beim HIIT-Training muss der eine Satz passen. Das zum Thema Trainingslog. Ich denke, dass ich jetzt zum Thema HIIT das meiste erklärt habe. Genaue Informationen zur Satzanzahl, zur Übungsreihenfolge, zur Wiederholungszahl mache ich definitiv nur spezifisch bei einem persönlichen Beratungsgespräch mit mir vor Ort oder bei einem virtuellen Beratungsgespräch über E-Mail-Verkehr und PDF-Dokumente, Anamnesebogen und so weiter. Ganz klar, nicht zu vergessen, die Ernährung. Ihr kennt das schon von mir. Natürlich, es nutzt euch nichts, wenn ihr das beste Trainingsprogramm macht, hochintensiv trainiert, wobei man mit einer schlechten Ernährung nicht hochintensiv trainieren kann, dass ihr den Ernährungsstatus immer anpassen müsst. Und da sind ganz wichtige Schlüsselfaktoren wichtig, die Proteinzufuhr, die richtige Kohlenhydratzufuhr, wann führe ich Kohlenhydrate zu, was für eine Art von Kohlenhydrate vor dem Training, was mache ich nach dem Training. Das sind die ganz wichtigen Schlüsselfaktoren. Einmal die Supplemente. Die tragen zum Erfolg dabei, nämlich auch hauptsächlich die Grundernährung, die Grundversorgung mit Rohstoffen. Das ist das A und O, ist mein Grundfundament. Auch zu dem Thema würde ich auf jeden Fall empfehlen, sich mal professionell beraten zu lassen, von jemandem, der sich damit auskennt, der langjährige Erfahrung hat und von dem, was er spricht, auch weiß, von was er spricht, weil er es tut. So, jetzt sind wir, glaube ich, am Ende angekommen. Alle weiteren Informationen zum Thema erhaltet ihr definitiv in meiner Webseite, die nenne ich auf jeden Fall im Abspann. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute eventuell schon beim HIIT-Training für Einsteiger. Bis zum nächsten Clip, wieder virtuell oder auch mal bei einem persönlichen Beratungsgespräch bei mir hier vor Ort im Büro. Alles Gute, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Deine Fitness, meine Aufgabe.